Hallo und was los, Leute? Willkommen bei mir und willkommen bei P37. Yo, Leute, erstmal vorweg, ja. Vielen Dank an alle neuen Abonnenten. Ja, jetzt fragen sich die alten Abonnenten, woher kommen denn die ganzen neuen Abonnenten? Es ist ganz einfach zu erklären. Leute, ich hatte ein kleines Gast-Gameplay bei Montana Black, ja, auf seiner letzten Real-Life-Story. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Und dadurch sind einige auf meinen Kanal gekommen, ja, auf meinen Kanal gestoßen und haben ultra krass abonniert, geliked und sich die Videos reingezogen und was weiß ich, Leute. Erstmal vielen Dank dafür, ja, natürlich auch vielen Dank an alle alten Abonnenten. Vielen Dank aber auch an die neuen, ja. Ist ultra fresh von euch, dass ihr mich so supportet, ja, dass ihr euch die Videos gebt und so. Ist auf jeden Fall richtig geil von euch, ja. Danke dafür. So, und jetzt geht's auf jeden Fall weiter, denn durch diese ganze Geschichte habe ich auf einmal fast 1000 Abonnenten. Und ja, Leute, bei 1000 Abonnenten wird standardmäßig natürlich ein 1000 Abo Special gemacht. Das heißt also, ja, ihr könnt euch darauf freuen. Ich guck mal gerade nach. Yo, 11 Abonnenten fehlen noch. Es wird also wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Video das 1000 Abonnenten Special geben. Ich werde mir irgendwas Freshes überlegen für euch, ja, dass ihr auch davon was habt. Irgendwie eine Verlosung oder sowas. Ja, es wird auf jeden Fall irgendwas geben für euch und könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. So, jetzt geht's weiter, Leute. Was ich nämlich jetzt mal eigentlich in diesem Video ansprechen wollte. Viele Leute haben mir persönliche Nachrichten geschickt, ja, von wegen, ich wäre doch ein Abonnentengeier. Ich hätte das alles doch nur gemacht, um Abonnenten zu geiern und so, ja. Ich habe bei Montana Black gesagt, komm, nimm mein Gameplay, nimm es bitte und sag den Leuten, wer ich bin und verlink mich auf deinem Kanal und hast du nicht gesehen. Leute, jetzt mal ernsthaft, Klartext, ja. So war das auf gar keinen Fall, ja. Also, der ein oder andere hat natürlich mein Gameplay gesehen, erste deutsche DNA auf DLC-Map Urban, ja, so, die erste befickte DNA in diesem befickten DLC, ja, auf der befickten Map Urban, so, Freunde, das habe ich einfach so just for fun erspielt, ja. Das Ding ist, ich habe das Video hochgeladen und ja gut, ich hatte auch mehrere Aufrufe darauf und so. Ich habe mir aber gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Ja, du erspielst die erste deutsche DNA und da muss mehr kommen, ja, da muss mehr drin sein, habe ich mir einfach gedacht, so. Und dadurch habe ich mir gedacht, komm, schreibst du einfach mal ein paar bekannte YouTuber, größere YouTuber an, ob die nicht irgendwie mal vielleicht auf deinem Kanal vorbeischauen möchten. Ich habe wirklich ohne Scheiß geschrieben, guck einfach mal bei mir vorbei, schau mal vorbei, lass vielleicht eine Bewertung da, wenn du Bock hast und so. Mehr auch nicht. Schönen Gruß, P37. Mehr habe ich nicht geschrieben. So, und ungelogen, ich will euch nicht sagen, wen ich alles angeschrieben habe, um den jetzt irgendwie, was weiß ich, negativ dastehen zu lassen oder so. Aber Leute, und das muss ich jetzt mal Montana Black zugute halten, ja. Er war der Einzige, der mir geantwortet hat, ja. Und Leute, das finde ich richtig krass, weil die ganzen, es gibt, also nicht die ganzen, das ist falsch gesagt, ja. Viele YouTuber, ja, sind ab einer gewissen Abonnentenzahl, ab einer gewissen Like-Zahl auf ihren Videos einfach extrem abgehoben, ja. Und fühlen sich wie etwas Besseres, ja. Und Leute, ich weiß, nicht jeder mag Montana Black, aber ich kann nur sagen, richtig krass von ihm, dass er geantwortet hat, weil er wird wahrscheinlich mehrere Nachrichten am Tag bekommen von vielen, vielen Leuten, ja. Und er hat sich echt die Zeit dafür genommen, mir zu antworten, so. Ich habe ihm, also er hat mir geschrieben, Digga, schönes Gameplay, ich nehme das für mein nächstes Video, wenn das okay ist. So, habe ich natürlich nicht nein gesagt. Welcher kleiner YouTuber mit unter 1000 Abonnenten würde da nein sagen, ja? Wenn einer mit 400.000 Abos fragt, ey, kann ich dein Gameplay nehmen, so. Da sagt gar keiner nein, ja? Das ist hundertprozentig nachvollziehbar, so. Und ja, aus dem Grund ist dann quasi mein Gameplay bei ihm gelandet. Er hat in seinem Video noch nicht mal meinen Namen erwähnt, ja? Er hat nur gesagt, Leute, hier das Gameplay, Gast-Gameplay in der Beschreibung verlinkt. Könnte auch mal vorbei pimmeln, hat er, glaube ich, gesagt, ja. Und das haben einige getan, so. Und wie gesagt, dafür bin ich schon dankbar, ja. Ich finde es echt korrekt, dass er geantwortet hat. Er ist ein guter, denke ich, ja. So, und ich gucke auch seine Videos selber ganz gerne. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und das wollte ich einfach mal damit klargestellt haben, ja, dass ich kein Abonnentengeier bin oder sowas, ja. Ich mache diese ganze Scheiße hier just for fun,
Okay, also das ist auch zum Beispiel, was auch viele sagen, wenn man Werbung auf seine YouTube-Videos ballert, ja, dass die Leute Geldgeier sind, geldgierig sind oder was, ne? Meine Fresse, das sind echt Leute, die haben einfach überhaupt gar keinen Plan, wie das Ganze läuft. Wenn ich Werbung auf mein Video knalle, ja, erstmal vorweg mache ich diese Werbung so, das kann ich selber einstellen, dass sie nach 5 Sekunden ausgeblendet werden kann, ja. Das heißt, ich überlasse jedem selber, ob er sich diese scheiß Werbung reinzieht oder nicht, ja. Ich mache das selber nicht, Mann. Wenn ich mir irgendwelche Videos von irgendwelchen YouTubern reinknalle, so, dann gucke ich mir die Werbung selber nicht an. Ja, habe ich selber überhaupt gar keinen Bock drauf. So, deshalb mache ich es auf meinen Videos auch so, dass man die überspringen kann. Ganz einfache Geschichte. So, und jetzt kommt noch dazu, Leute, für einen so einen befickten Werbekack da auf dem Video, ja, so, was weiß ich, die 5 Sekunden, ne? Wenn ihr wüsstet, was ich dafür an Geld kriege, Alter, da kann ich 1 Euro Münzen aus Einkaufswagen klauen, Alter, und werde eher reich damit als mit YouTube Money, so, also mit YouTube Werbung. Ganz ehrlich, ihr könnt selber gucken, wie viele Videos ich habe, ja. Ihr seht selber, wie viel Werbung auf meinen Videos läuft, so. Ich habe ungelogen in einem Jahr 2,65 € damit verdient. Ja, Leute, das müsst ihr euch mal geben. Damit wird man nicht reich, ja? Das ist nicht irgendwie, boah, ich mache jetzt YouTube Money und werde damit voll reich und so, ja? Also nur mal so nebenbei gesagt, das ist Bullshit, ja? Ich mache das natürlich, um irgendwann vielleicht mal ein bisschen was dazu zu bekommen, ja? Das heißt, vielleicht mal mein Equipment, so mein Aufnahmegerät oder sowas, vielleicht mal irgendwann rauszubekommen, ja? Das Geld, was ich investiert habe. Aber das ist für mich nebensächlich, ja? Damit rechne ich gar nicht. Davon gehe ich gar nicht aus, dass ich das irgendwann mal rauskriege. Und ja, Leute, das wollte ich auf jeden Fall nur mal gesagt haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall das DLC Special ist schon fast fertig, ja. Also ich habe ja so ein bisschen was erspielt, würde ich mal behaupten. Ein bisschen was Sehenswertes auf jeden Fall auf den neuen Maps und ist fast fertig geschnitten. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch fertig bekomme. Wird auf jeden Fall jetzt irgendwie morgen oder sowas kommen. Ja, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und denkt dran, Abonnenten-Special ist auch am Start. Bald gibt es auch wieder DNA aktuell. Diese Woche auch noch. Also ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Ich muss mir mal irgendwie einen gelben Schein zulegen oder so, glaube ich. Auf jeden Fall freut euch drauf aufs nächste Video. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut, zugehört habt. Und Freunde, bis zum nächsten Video. Das war euer P. 37. Ah!